Wurden aus Baden verbannt. Yay! Toll. Wie sah das aus mit Österreich? Platz 17 sind die immer noch, okay. Ja, wir müssen irgendwie jetzt Baden hier in unsere Sphäre aufnehmen. Die Frage ist nur, wie wir das anstellen. So, okay. Ja, wir lassen jetzt einfach mal hier die Liberalen an der Macht sein, wenn es ihnen dann Spaß macht. So, Russland ist jetzt nur noch auf Platz 7, weil wir ihre Weltgeltung reduziert haben. Das ist schon mal schön. Weltgeltung reduzieren heißt im Prinzip, dass wir ihr Prestige verringern. Und sie müssen, ich glaube, die Hälfte ihrer Truppen auflösen oder so. Also das ist auf jeden Fall ganz gut. Ah, okay, unsere Industrie wird wieder weiter ausgebaut, jetzt wo der Krieg endlich mal vorbei ist hier. Nur zwei unserer Fabriken sind momentan geschlossen, trotz der Zölle die ganze Zeit. Das ist natürlich sehr cool. Tja. Es wäre cool, wenn man noch die Schweiz in, wenn die Schweiz noch als Süddeutsch zählen würde, aber die Schweiz hat ihre eigene Kultur. Das wäre ziemlich cool sonst. Sonst könnte man die Schweiz in Deutschland integrieren. Bestechungsgelder von Offiziellen, klar. Wir wollen hier unsere Ausgrabung immer schön beibehalten. Was ist hier momentan gerade die stärkste Bewegung? Mindestlohn. Ja, soziale Reformen sind momentan noch nicht so gut machbar hier bei uns. Holen wir uns hier mal die späte klassische Theorie für ein bisschen Input-Effizienz. So, die kaputten Armeen sammeln wir mal und dann werden wir die mal wieder reparieren. Entmutigte Arbeitslose, das hatten wir auch schon öfters mal. Wir werden hier die lokale Unterstützung sammeln. Wir kriegen hier so viel Bewusstsein, das ist so schlimm mit Deutschland. 100% Pluralität. Also super, super hohes Bewusstsein hier bei uns. So, da haben wir immerhin eine komplette Armee. Ist doch schon mal schön. Dann bauen wir ja mal den Rest wieder auf. So, noch eine Artillerie. Okay. Ja, wir haben kaum Arbeitslose, das ist doch schön. Unsere ganzen Fabriken haben wahrscheinlich noch das Geld, das wir ihnen die ganze Zeit als Zuschuss gezahlt haben. Ich denke, auf Dauer wird das auch wieder ein bisschen absacken dann, ja. Ein paar Sachen sind schon wieder pleite gegangen. War zu erwarten. Noch ein paar mehr Fregatten hier bauen. So, wir sind wieder Rang 3. Wir haben Frankreich überholt, wieder. Mit 50 Punkten immerhin. Gut, wir haben natürlich gerade Prestige bekommen, während Frankreich eine ganze Menge Prestige verloren hat. Aber Frankreich hat immer noch eine stärkere Industrie als wir, was ich ziemlich unschön finde. Unsere Industrie ist nicht so gut, wie ich es gerne hätte. Gut, wir sind natürlich auch noch kein vereintes Deutschland. Wenn wir hier die ganzen Gebiete hier noch haben, zusätzlich sind wir wahrscheinlich nochmal deutlich stärker, was alles angeht. Nein, wir unterstützen euch ganz sicher nicht. Machen wir ja noch die organisierten Fabriken. So, Baden. Wie sieht's bei dir aus? Wir sind hier immer noch verbannt. Bis zum 2. Juli. Das dauert also noch eine ganze Weile. Weiter hier die Beziehungen verbessern. Österreich ist mittlerweile wieder auf Platz 16, Ungarn auf Platz... Ja, Bayern macht mir ein bisschen Sorgen. Ich will, wenn Bayern jetzt eine Großmacht wird, haben wir natürlich ein richtiges Problem. Gut, Bayern kann man normalerweise relativ schnell klatschen, weil die keine Verbündeten haben dann, aber es ist trotzdem unnötig nervig, sage ich mal. So, Fregatten werden gebaut, sehr schön. Und dann sollten wir vielleicht mal gucken, dass wir jetzt hier so Koto mal angreifen. Zugeständnisse verlangen. Das reicht wahrscheinlich eh nicht mehr. 128 Tage. Naja, komm, wir versuchen es einfach.
Das Problem ist, wir sind nicht mehr verbündet mit Großbritannien. Das heißt, wahrscheinlich. Also, es besteht auf jeden Fall mal die Chance, dass die USA ihnen hilft. Möglich wär's. Wir haben noch Militärzugang bei den Briten. Das ist gut. Machen wir die Marktvorschriften. Ah, ne, wir sind schon bei September. Wir sparen jetzt unsere restlichen Forschungspunkte. Forschungspunkte verfallen hier nicht, falls ihr es nicht wusstet. Wenn hier einfach steht keine Forschung, dann werden die gespart und dann kriegt man danach, wenn man eine neue Forschung anfängt, einfach 100 pro Tag, bis man die aufgesparten Punkte verbraucht hat. Ist ganz praktisch. So, also können wir dann nämlich warten, weil 70, also 1870 schalten wir die die Maschinengewehre schalten wir frei. Und das bedeutet, sind wir schon wieder hier rausgeworfen worden in Baden. Wo sind wir denn? Nee, eigentlich nicht. Wieso können wir dann hier nicht investieren? Ach, Waffenruhe. Arr. Arr, natürlich. Das ist natürlich ärgerlich. Funktionalismus. Ah, oder? Machen wir Industrie irgendwas? Ach, nein. Ah, ich bin so blöd. Oh Gott. Jetzt habe ich hier so automatisch aus Versehen jetzt meine Forschungspunkte gewastet. Naja, ihr seht jetzt auf jeden Fall, wir kriegen jetzt hier immer 100. Das war jetzt natürlich unnötig, weil ich sie jetzt gewastet habe, aber. Naja, was soll man machen, ne? So, Krieg erklären, Zugeständnisse verlangen. Benin wollen wir haben. Krieg erklären. Gucken wir mal, ob die USA joint. Sieht nicht danach aus. Machen wir hier mal unseren Unterhalt hoch. Denn sonst verlieren wir hier ein bisschen arg viel Truppen. So. Gut, das war jetzt ziemlich sinnlos, weil ich jetzt hier die ganzen Forschungspunkte gewastet habe. Aber egal, wir kriegen auch hier noch ein bisschen Bonus, aber nur noch sehr, sehr wenig, verhältnismäßig gesehen. Was soll man machen? Okay, ich denke, wir können jetzt mal aufhören, hier Soldaten zu fördern. Wir fördern jetzt mal wieder ein bisschen unsere Industrie hier. Hier, Facharbeiter. Facharbeiter. Und hier, Facharbeiter. Und hier, Facharbeiter. Und obwohl, wir könnten. Ja, wir können eigentlich auch mal anfangen, Angestellte zu machen. Angestellte sind im Prinzip die Facharbeiter der Mittelklasse. Sie stehen ein bisschen weiter oben als die normalen Facharbeiter. Zahlen dementsprechend auch mehr Steuern. Kann man allerdings nur bekommen, wenn man hohe Alphabetisierung hat. Jedenfalls, man kann sie nur in großen Massen bekommen, wenn man eine große Alphabetisierung hat. Und arbeiten aber halt eben genauso in den Fabriken. Normalerweise hat man von denen aber immer deutlich weniger als von normalen Einheiten, sage ich mal. Ruhrboom begünstigen. Ja, das ist sehr schön. Fabrikbesitzer kosten minus 50%. Bevölkerungswachstum steigt und Fabrikdurchsatz steigt. Das ist sehr cool. Einer der Gründe, warum die deutsche Industrie ziemlich strong ist. Ah, so Koto gibt's schon auf. Okay. So. Gut, sobald wir hier die Maschinengewehre fertig haben, sollten wir relativ schnell in der Lage sein zu kolonialisieren. Also ihr seht, wir brauchen hier die kolonialen Verhandlungen. Irgendjemand. Ne, momentan haben wir 0% Chance noch. Das heißt, noch hat keiner die kolonialen Verhandlungen erforscht. Ist Portugal immer noch eine Sekundärmacht? Nein, das heißt, Portugal kann nichts kolonialisieren. Spanien ist leider eine Sekundärmacht. Naja, okay, kann man jetzt nichts machen. Ihr geht hier an die Grenze. Beziehung mit euch verbessern. Was wir denn hier in Italien, in Österreich? Erhöhen wir mal hier unsere Investitionen. Am besten auch in Ungarn, denn das sind nämlich die beiden hier, die ein bisschen bedroht sind wahrscheinlich, dass sie angegriffen werden in der Sphärensache. Haha, nix da. Reform durchprügeln. Mindestlohn. Nee, ich will keinen Mindestlohn. Nö, dann nehmen wir lieber das hier. Haben wir jetzt unsere Militanz so hoch? Haben wir noch Kriegsmüdigkeit? Nö.
Ah, unsere Nil-Expedition hat es nicht geschafft. Dann versuchen wir es halt nochmal. So, auf. Tekken, 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 Tekken. Spanien. Nur 9 Ticks. Tja. Egal, aber ich kann jetzt gerade keinen Krieg gegen Spanien und Großbritannien führen. Das wäre auf jeden Fall eher weniger optimal. Er investiert ja aber knallhart weiter. Werfen ihn jetzt halt einmal raus. Österreich steigt immer weiter im Rang. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal hier ein bisschen beeilen. Wie lange haben wir noch in der Waffenruhe mit dir? 4 Jahre noch, boah. Dort ist aber ein bisschen unschön. Naja, hoffen wir mal zumindest, dass wir bis dahin die Beziehungen oben haben. Warum ich die Beziehungen verbessere, ist einfach, weil wir dann mehr Einfluss kriegen. Also, plus 200 Beziehungen gibt plus 20% Einfluss. Ist jetzt nicht mega ultra viel, aber immerhin, ne? Besser wie nichts. Okay. Nein, wie immer unterstützen wir den Ottomanen nicht mit seinem Mister. Ah, okay. Wir können noch eine neue Armee ausheben. 1, 2, 3, 4, 5. Wir können sogar 2 ausheben. Okay. Ah, wir können eine Reform. Ach, wir können eine soziale Reform durchsetzen. Cool. Mindestlohn ist äußerst begehrt. Vielleicht sollten wir das mal machen, damit hier mal unsere Militanz ein bisschen runtergeht. Die ist nämlich echt hoch momentan. Wahlrechtsbewegung ist aber noch höher. Ja, dann machen wir mal erstmal das Wahlrecht. Jetzt haben wir erstmal 0% Unterstützung für Reformen. Tja. Okay, wir haben die Maschinengewehre fertig. Jetzt seht ihr hier, jetzt haben wir hier 25% Chance, dass wir die kolonialen Verhandlungen kriegen. Jetzt werde ich mal hier nochmal unsere Marinestützpunkte ein bisschen hochforschen, damit wir die dann eventuell ausbauen können noch, um ein bisschen mehr koloniale Punkte zu haben, denn momentan haben wir nur sehr wenig Kolonialpunkte. Ich sehe gerade, wir haben noch gar keinen Marinestützpunkt hier in Tunesien. Haben wir hier einen? Hier haben wir einen. Den können wir mal noch ausbauen. Wie sieht's hier aus? Hier haben wir gar keine Stützpunkte. Dann bauen wir hier mal noch welche. Habe ich eigentlich hier hinten irgendwelche Gebiete mir geholt? Nee, das war zu spät, ne? Ja, naja. In Asien haben wir dann keine Gebiete in diesem Spiel wahrscheinlich. Zumindest mal noch nicht. Vielleicht erobern wir noch Korea. Ist aber in der Sphäre von Belgien. Von daher kein so guter Plan. So, ja, unsere Wirtschaft wird ausgebaut, aber sie ist im Verhältnis zu der französischen ziemlich scheiße. So, weiter die Beziehung verbessern. Ich finde das so doof, dass man die nicht beeinflussen kann, während man Waffenruhe hat. Das ist so doof. Ah, wir haben es bekommen, okay. Sehr schön, das heißt, wir können jetzt kolonialisieren. Dann machen wir erstmal hier ein bisschen in Benin. So, also ihr seht, das kostet schon eine ganze Menge koloniale Punkte jetzt hier. Wir haben jetzt leider. Durch Versorgung gebunden ist jetzt einfach, weil diese ganzen Protektorate, die kosten auch koloniale Punkte. So, da machen wir jetzt noch einen. Und gucken wir hier die Regionen an. Und hier. So. Wir wollen hier möglichst gucken, dass wir den größten Teil von Afrika kriegen. Problem ist, dadurch, dass Spanien jetzt hier ist, können wir jetzt hier nicht wirklich viel blocken. Normalerweise kann man das ganz gut machen, indem man hier blockt und hier blockt. Dann hat man den größten Teil von Afrika für sich. Das wird aber hier wahrscheinlich nicht klappen, weil Spanien hier bald anfangen wird zu kolonialisieren.
in Chat. Und ja, so ein, also es läuft im Prinzip so, wir schicken jetzt hier unsere Kolonisten hin, dann dauert das ein paar Monate und dann können wir hier ein Protektorat erstellen. Wenn aber allerdings noch jemand anderes hier rein investieren sollte in dieses Gebiet, müssen wir mit ihm ja wettstreiten um diese Kolonie quasi, wer schneller die größere Kolonie hat. Und derjenige, der dann drei Vorsprung über den anderen hat, kann dann das Protektorat errichten. Wenn das keiner schafft, gibt's einen Konflikt und dann eventuell sogar einen Krieg, je nachdem. So, jetzt können wir aber den Mindestlohn machen. Wollen wir den Mindestlohn? Eigentlich will ich eher hier Schulsystem verbessern. Ja, wir machen erstmal das Schulsystem, das ist einfach viel besser als der Mindestlohn. Das erhöht deutlich unsere Bildung. Unsere, wie heißt das? Bildungseffizienz, genau. Was bedeutet, dass unsere Alphabetisierung schneller hochgeht. Wir kriegen ja schon fast 0,01 Alphabetisierung im Monat, das ist ziemlich cool. Natürlich kann das noch mehr werden, so ist das nicht, aber das ist schon ziemlich cool. Dadurch, dass ich jetzt hier Angestellte fördere, werden wir hier auch mehr Forschungspunkte kriegen. Was auch gut ist. Und durch die neue Kapa-Doktrin kriegen wir jetzt hier auch, können wir ja gleich noch ein bisschen mehr upgraden. So, neue Eisenbahn natürlich. Die brauchen wir auf jeden Fall. So. Wir haben ja sehr viel Geld, von daher können wir jetzt hier einfach alles upgraden. Das kostet extrem viel. 32.000 pro Flottenbasis. Aber es ist es auf jeden Fall wert. Leider dauert das eine ganze Weile. Dauert 3 Jahre, bis die fertig ist. Aber sobald sie fertig ist, haben wir dann eine ganze Menge mehr Punkte. Ja, da ist Spanien schon am Kolonialisieren. Sonst schon irgendjemand? Da ist Spanien auch am Kolonialisieren. Ich frage mich mal, wie Spanien hier hinkommt. Wahrscheinlich darüber, über Spanisch-Kamerun. Das ist echt immer total doof. Weil so kann man Spanien immer nur total schwer vom Kongo abblocken. Man will halt immer hier diesen Dschungel, weil da ist nämlich später, weil es da später relativ viel Gummi gibt. Gummi ist relativ wichtig. Oder ziemlich wichtig eigentlich sogar im Late Game. Mehr Steuereffizienz. Die Armee ist immer noch nicht fertig. Ja, das dauert ganz schön lange. Gehen wir mal hier auf Geschwindigkeit 5. Wir machen ja jetzt momentan gerade eh nichts. Bessern wir hier wieder ein bisschen die Beziehungen. Dann mit euch noch so. Krieg zur sokotischen Unterwerfung. Sokote in die Einflusssphäre aufnehmen schon wieder. Aha. Okay. So, hier können wir jetzt bald unsere ersten Protektorate errichten. 28.12. Dauert nicht mehr lange. Entmutigter Arbeitslose. Ja, wir suchen wie immer die lokale Unterstützung. So, seht ihr, jetzt haben wir hier nämlich 3. Jetzt können wir Protektorat erstellen. Kriegen dadurch relativ viel Kolonialmacht wieder. Es kostet zwar immer noch Kolonialmacht, aber nicht mehr ganz so viel wie vorher. So, wir machen auf jeden Fall das da. Und da kommen wir leider noch nicht hin, das ist das Problem. Wenn man hier keine Flottenbasis hat, machen wir hier eine Flottenbasis und hier eine Flottenbasis. Warum ich das hier wollte, ist einfach, weil hier relativ viel Bevölkerung ist. In dem ganzen Gebiet hier. Hier oben können wir noch ein Protektorat erstellen. Und hier oben, hier unten. So, dann gehen wir ja gleich für den Kongo. Oder zumindest mal für den Kongo Orientale. Und wir haben noch Punkte frei. Wir können jetzt hier schon Kolonien errichten. Kolonien bedeutet im Prinzip einfach, dass hier ja Menschen aus unserem Hauptland quasi dorthin abwandern. Im Gegensatz zu einem Protektorat. Und das bedeutet dann auf Dauer, wenn hier genug Menschen sind, können wir das dann zu einem richtigen Staat machen. Das heißt, das zählt dann, wie wenn es in Deutschland wäre. Oder in Europa in dem Falle. Und ja, so, machen wir erstmal hier noch. Dann können wir hier eventuell noch was abspalten. Das ist sehr gut. Italien und Belgien streiten sich hier gleich um die Küstenprovinz. Das heißt, die werden hier eine Weile brauchen, bis sie da wegkommen. Frankreich hat hier angefangen zu kolonialisieren. Ich bin gerade überlegen, ob ich mir das hier noch holen soll oder eher noch hier was. Ich denke, wir holen uns eher mal das da. Oder das da. Oh, ich denke, wir probieren es mal mit... Ja, oder? Ne, hier ist viel Baumwolle. Nehmen wir lieber das da unten. Nee.